Hallo, meine lieben Kreativlinge. Wir falten zum Gebet. Nein, Spaß, um Gottes Willen. Oh ja, okay. Lassen wir das Ganze. Ihr habt ja gelesen, Kooperation mit Globaland. Und erstmal vorweg, alle Produkte, die ich mir aus dieser Kooperation raussuchen dürfte, werde ich in der Infobox verlinken. Mit dem Rabattcode, der Natter10 ist. Und ja, den könnt ihr immer und immer wieder einsetzen. Der hat auch keinen Mindestbestellwert. Wenn ihr nur zwei Stempel bestellt, dann bestellt ihr nur zwei Stempel und könnt den Rabattcode trotzdem nutzen. Ja, egal. Ich habe mir einmal, ich habe letztens nämlich bei einer anderen Kooperation, beim anderen Kooperationsvideo vergessen, die Nummern reinzuhalten. Einmal habe ich dieses Set benutzt. Aber wie gesagt, ist auch nochmal alles in der Infobox verlinkt. Das ist die Nummer. Und dann dieses Die-Set oder Cutting-Die-Set. Das ist diese Nummer. Das stand schon so lange auf meiner Wunschliste. Und ganz ehrlich, wir Bastler wissen alle, was diese Pop-Up-Karten kosten. Allein das Grundgerüst mit den ganzen Add-ons, die es dann gibt. Weil es gibt dann ein Grundgerüst mit einem Teil, beziehungsweise mit einer Grundform. Und dann gibt es ja diese ganzen Add-ons. Ne, jetzt sagen wir mal, das ist diese Grundform. Da, Grundform, Grundform, Grundform. Und dann gibt es halt die, ja, Add-ons. Einmal Wellen. Einmal Gras. Nochmal Gras. Wolken. Und hast du nicht gesehen? Ne, wissen wir alle, was das kostet. Und dort ist halt alles in einem Gesamtpaket. Also, ich habe ein bisschen schon benutzt. Ich habe einmal diese Wellen hier benutzt. Dann ist das ja der Hintergrund der Karte. Das werden die Seitenteile. Irgendwo sind die Aufleger dazu. Und das ist die Front. Und das wäre der Boden. Ich habe den Boden aber tatsächlich weggelassen, weil sonst kann ich die Karte nicht zusammenklappen. Seht ihr gleich, was ich meine? Ich tue das aber schon mal wieder alles da rein, weil sonst fliegen mir die ganzen Teile um die Ohren. Ich zeige sie euch. Das wäre unsere Karte. Ja. Und wie gesagt, ich habe den Boden weggelassen, weil sonst kann ich nämlich nicht mehr das machen. Sonst habe ich eben diesen Boden. Das sieht man jetzt nicht. Aber da ist eine Klebelasche und da ist eine Klebelasche beim Boden. Und ja, kann ich dann einfach nicht mehr zusammenklappen. Deswegen habe ich den Boden weggelassen. Ich habe schon mal alles vorbereitet. Das ist der Hintergrund. Das ist der Aufleger. Den werden wir jetzt auch gleich bearbeiten. Und zwar habe ich aus einem Reststück Karton mit den Wolken hier, die dabei waren. Ne? Also ihr seht, hier ist die Lasche zum Beispiel. Habe ich mir das einmal ausgestanzt, einfach um, dass ich ein Stencil habe. Bearbeite mir jetzt den Hintergrund einmal. Das wäre Nummer 1. Dann, das ist die Front mit dem Aufleger. Und ihr seht, hier haben wir die Wellen und das sind die Seitenteile. Das sind die Seitenteile. Und ihr seht, im Endeffekt ist eine Lasche zu viel, weil ich mache ja keinen Boden dran. Deswegen schneide ich mir die Lasche hier unten einfach ab. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch an eine Karte erinnern, die habe ich ganz am Anfang
von Globaland. Ich habe jetzt schon keine Ahnung, die 10. Kooperation oder so. Da habe ich auch so eine Aufstellkarte gemacht. Finde ich auch ganz cool. Also, ne, die habe ich tatsächlich auch noch, die Standschablone. Klingt gerade so doof, aber ja. Und das Blöde ist aber bei der, man kann die nicht zusammenklappen. Das finde ich das Doofe, aber ich finde die trotzdem cool. So. Okay. Dann nehme ich mir den hinteren Teil und klebe mir jetzt schon mal die Seitenteile auf, dann können die schon mal anziehen. Schauen, dass die. Also ich muss sagen, ich habe es jetzt tatsächlich ja nur die Wellen und die Wolken. Ja, Wolken kann ich nicht wirklich sagen, dass ich die benutzt habe. Aber es lässt sich gut ausstanzen. Es hat sich jetzt noch nichts herausgestellt, weil bei den Boxen habe ich oft das Problem, oder schon öfters das Problem gehabt, dass die Falzlinien, dass sie zu arg gestanzt werden. Die werden nicht geprägt, die werden gestanzt. Und das muss ich sagen, habe ich bis jetzt noch nicht. Ich will natürlich noch eine andere Karte machen, aber die schaffe ich heute nicht mehr. Aber kommt noch. Und dann sehen wir weiter. Dann habe ich hier einmal eine Sonne ausgestanzt. Na. Dann habe ich hier den Leuchtturm. Da habe ich das 3D-Pad vergessen. Da brauche ich noch eins. Ist sonst zu. Zu wenig Klebefläche. Halt, die Wolke. Die Wolke. Wo ist sie denn da? Nee, das war die Kleine. Die Kleine. Die müssen, glaube ich, auch aus einem Globaland Set sein. Die Sonne und die Wölkchen. So, die Wolke. Und den Leuchtturm muss ich ganz nach oben setzen. Weil man sonst, so wie hier, wenn ich das ganz nach unten setzen würde, sieht man tatsächlich nur noch den Kopf. So, und dann die andere Wolke. Die kommt hier hin. Dann nehme ich mir diese zwei Teilchen. Dass die aber nicht so langweilig sind, färbe ich mir die noch ein bisschen ein. So, Farbe wegmachen, nicht, dass ich mir dann irgendwas versau. Okay, dann falze ich mir jetzt einmal die Seitenteile. Und dann mache ich mir jetzt einmal hier Kleber drauf. Das lege ich so nah wie möglich. Das ist jetzt einfach so Pi mal Daumen, ne, vom Abstand hier. Das Einzige, worauf ich schaue, dass es gerade ist. In dieser Linie.
Und dass es halt hier oben relativ bündig ist. Kann ich auch ein bisschen drüber hinausschauen lassen. Das wäre jetzt auch nicht das Thema. So, das zweite Teil. Das auch Pi mal Daumen. Kleber ist noch nicht angezogen. Pi mal Daumen. Ich muss jetzt natürlich ein bisschen nach unten arbeiten, weil das ja die Schräge hier ist. Aber auch hier muss ich gucken, dass ich gerade bleibe. So. Die müssen ausgeklappt sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Dann die Seite zukleben bzw. zuklappen. Und dann müsste der ganze Mechanismus auch schon funktionieren. Jetzt kann ich das nochmal in die andere Richtung machen. Genau, sehr schön. Dann widme ich mich der Front, weil wenn ich das jetzt so mache, ist einfacher, wie wenn ich das dann auf der, wobei ich die zusammenklappen kann. Aber dann kann das nochmal ein bisschen anziehen. So, da habe ich einmal eine Matrosenmütze. Dahin. Dann brauche ich meinen feinen Kleber, eine Pinzette. Ich habe mir einmal Ahoi ausgestanzt. Rüber zu rutschen. Das ist so viel Platz. Gut. Ich hoffe, ich habe es jetzt eh nicht verschlammt. Ich habe gerade irgendwas auf den Boden fallen hören. Aber ich glaube, ich sehe es rausblinzeln. Das sind schon echt kleine Buchstaben. Aber trotzdem bin ich immer wieder froh, wenn ich dann verschiedene Auswahl an Größen habe. Weil die, was ich zuerst gedacht habe, waren tatsächlich zu groß. Da war ich froh, dass ich so viel. Dann habe ich hier einen Anker, dass ich so viele verschiedene Größen habe. Dann kann ich das auch schon mal aufkleben. Wie gesagt, normalerweise würde noch ein Boden reinkommen, aber ich. Lass den eben weg. Schaue ich nur, dass ich auch hier gerade bin. Oh, perfekt. Auf den ersten. So. Das kann auch schon wieder weg. Und dann kommen meine anderen Figürchen. Einmal der Fuchs. Ich weiß, das Wasser habe ich jetzt unten nicht perfekt koloriert, weil ja, da ist eh Kleber drauf kommt, das nach hinten kommt und das dann kein Mensch mehr sieht. Dann habe ich hier so einen kleinen Schwimmring.
Dann hier noch das andere Bötchen. Und eine kleine Flaschenpost. Und dann wäre unsere Karte auch schon fertig. Ich hoffe, ich war jetzt im Bilde. Ja, so einigermaßen. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, also ich finde Stanzenset bis jetzt sehr cool. Ich will auf jeden Fall die anderen Addons auch noch testen. Aber es ist schon 18 Uhr. Und eigentlich will ich noch ein Video aufnehmen und muss eigentlich ganz dringend hier mal aufräumen. Aber gut. Bin froh, dass ich jetzt für mich, ne, schon mal ein Video voraus bin. Weil ich habe im anderen Video schon gesagt, man weiß nie, was dazwischen kommt. Das Leben. Meine lieben Kreativlinge, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Bleibt gesund und bye bye.